Zum Wort ist niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. Wünscht der Herr Berichterstatter das Schlusswort? Das ist nicht der Fall. Wir kommen nun zur Abstimmung, die ich über jeden Ausschussantrag getrennt vornehme. Zuerst gelangen wir zur Abstimmung über Tagesordnungspunkt 20, Entwurf betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Pflegefondsgesetz geändert wird, in 1331 der Beilagen. Hierzu haben die Abgeordneten Muchitsch, Wöginger, Kolleginnen und Kollegen einen Abänderungsantrag eingebracht. Ich werde zunächst über die vom erwähnten Abänderungsantrag betroffenen Teile und schließlich über die restlichen noch nicht abgestimmten Teile des Gesetzentwurfs abstimmen lassen. Die Abgeordneten Muchitsch, Wöginger, Kolleginnen und Kollegen haben einen Abänderungsantrag betreffend die Paragraphen 5, 7 und 11 eingebracht. Wer sich für diesen ausspricht, den bitte ich um ein zustimmendes Zeichen. Das ist einstimmig angenommen. Schließlich komme ich zur Abstimmung über die restlichen noch nicht abgestimmten Teile des Gesetzentwurfs samt Titel und Eingang in der Fassung der Regierungsvorlage. Und ich bitte jene Damen und Herren, die hier die Zustimmung geben, um ein Zeichen. Das ist mehrheitlich angenommen. Wir kommen zugleich zur dritten Lesung. Ich bitte jene Damen und Herren, die auch in dritter Lesung für den vorliegenden Gesetzentwurf sind, um ein Zeichen der Zustimmung. Das ist die Mehrheit. Der Gesetzentwurf ist somit auch in dritter Lesung angenommen. Wir gelangen zur Abstimmung über Tagesordnungspunkt 21, Antrag des Ausschusses für Arbeit und Soziales, dem Abschluss der gegenständlichen Vereinbarung gemäß Artikel 15a BVG zwischen dem Bund und den Ländern, mit der die Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern über die gemeinsame Förderung der 24-Stunden-Betreuung geändert wird, in 1351 der Beilagen die Genehmigung zu erteilen. Ich bitte jene Damen und Herren, die hierzu die Zustimmung geben, um ein Zeichen. Das ist mehrheitlich angenommen. Wir gelangen nun zur Abstimmung über Tagesordnungspunkt 22, Antrag des Ausschusses für Arbeit und Soziales, einen Bericht 1450 der Beilagen zur Kenntnis zu nehmen. Ich bitte jene Damen und Herren, die hierzu die Zustimmung geben, um ein Zeichen. Das ist mehrheitlich angenommen. Weiters gelangen wir zur Abstimmung über Tagesordnungspunkt 23, Antrag des Ausschusses für Arbeit und Soziales, einen Bericht 1451 der Beilagen zur Kenntnis zu nehmen. Ich bitte jene Damen und Herren, die ihre Zustimmung geben, um ein Zeichen. Das ist mehrheitlich angenommen. Ferner gelangen wir zur Abstimmung über Tagesordnungspunkt 24, Antrag des Ausschusses für Arbeit und Soziales, einen Bericht 1452 der Beilagen zur Kenntnis zu nehmen. Ich bitte jene Damen und Herren, die ihre Zustimmung geben, um ein Zeichen. Auch das ist mehrheitlich angenommen. Wir gelangen daher zur Abstimmung über Tagesordnungspunkt 25, Antrag des Ausschusses für Arbeit und Soziales, seinen Bericht 1453 der Beilagen zur Kenntnis zu nehmen. Auch hier bitte ich um ein Zeichen im Falle der Zustimmung. Das ist mehrheitlich angenommen. Wir gelangen zur Abstimmung über Tagesordnungspunkt 26, Antrag des Ausschusses für Arbeit und Soziales, seinen Bericht 1454 der Beilagen zur Kenntnis zu nehmen. Ich bitte jene Damen und Herren, die ihre Zustimmung geben, um ein entsprechendes Zeichen. Das ist mehrheitlich angenommen. Schließlich gelangen wir zur Abstimmung über Tagesordnungspunkt 27, Antrag des Ausschusses für Arbeit und Soziales, seinen Bericht 1455 der Beilagen zur Kenntnis zu nehmen. Ich bitte jene Damen und Herren, die ihre Zustimmung geben, um ein entsprechendes Zeichen. Das ist mehrheitlich angenommen. Wir gelangen jetzt zu den Punkten 28 bis 30 der Tagesordnung. Ja, und die Tagesordnungspunkte 28 und 30 werden gemeinsam behandelt und betreffen den Finanzausgleich. Das Finanzausgleichsgesetz 2017 soll erste Schritte zur Aufgabenorientierung und zur Aufgabenautonomie der Länder bringen. Gemeinden erhalten Ertragsanteile für Kindergärten ab 2018 und für Pflichtschulen ab 2019 aufgabenorientiert zugewiesen. Ein erster Schritt zur Aufgabenautonomie erfolgt beim Wohnbauförderungsbeitrag. Dieser wird zu einer Landesabgabe mit voller Tarifautonomie der Länder umgestaltet. Dazu kommt eine bundesweit einheitliche Bauordnung. Zudem behandelt werden zwei Entschließungsanträge der NEOS, die eine Reform des Finanzausgleichs mit Entflechtung der Transfers- und Steuerautonomie für Länder und Gemeinden verlangen.